Tag meiner Geburt war der Tag, an dem die Welt unterging. Die Überlebenden mussten ein neues Leben unter der Erde beginnen. Oben gab es nur Asche und Kälte und Tod. Die Leute dachten, es bliebe ewig so. Aber ohne uns kehrte da oben das Leben zurück. Ich war 6 Jahre alt, als ich zum ersten Mal die Sonne sah. Der Anblick brach Mom und Dad das Herz. Die Welt, die sie kannten, war zerstört. Doch für mich war das anders. Ich hatte noch nie etwas so Perfektes gesehen. Wir waren nicht die Einzigen, die überlebt hatten. Und langsam, aber sicher, wurde unsere kleine Gemeinschaft größer. Es war nicht immer einfach. Doch für eine Weile hatten wir Frieden und Wohlstand. Ein neues Zuhause, ein neues Leben, eine neue Normalität. Doch, wie alles in der Welt, war es zu gut, um so zu bleiben. Die Highwaymen kamen aus dem Osten, angeführt von 2 Schwestern, Zwillingen. Sie sagten, sie hätten von unserem kleinen Paradies gehört. Und sie wollten es für sich allein. Wir hatten keine Chance. Sie nahmen uns alles, unser Essen, unser Zuhause, unsere Leute. Wir brauchten ein Wunder. Und dann hörten wir den Namen Thomas Rush. Er und sein Captain hatten an der ganzen Westküste Leuten wie uns beim Wiederaufbau geholfen. Und sie fuhren in einem Zug, der in Richtung Hope County unterwegs war. Mom schickte mich zu ihnen. Ich sollte sie überreden, uns zu helfen. Sie waren unsere letzte Hoffnung. Unsere Rettung. Aber es ging alles furchtbar schief. Damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Far Cry New Dawn, was wir eben schon gesehen haben. Dieses Let's Play wird ein bisschen anders, auch wenn es möglicherweise ein halber Singleplayer ist. Ich werde das zusammen mit einem Freund von mir spielen. Die erste Folge ist jetzt mal alleine, wegen unter anderem dem Prolog halt. Deswegen ist er auch sogar alleine, aber ab der zweiten Folge wird er dann dabei sein. Ja, das warten wir, bis das der Rasen vorbeigeht. Ja. Scheiße. Captain! Captain, du lebst! Scheiße! Sie kommen auf uns zu! Steh auf, Captain! Komm jetzt! Diese verfluchten Highwaymen, die werden uns töten! Steh auf, Captain! Steh auf! Stahl-Ding auf mir drauf. Mein Gott, Barnes, wenn du weiter so schreist, lockst du sie nur alle hierher. Rush, du lebst. Hilf mir. Nein, wir haben keine Zeit. Wir müssen weg. Barnes, wir lassen den Captain nicht zurück. Sie kommen hierher. Schnell. Wir müssen zusammenbleiben. Verstanden? Cap. Deine große Stunde. Wir müssen uns bewaffnen, unsere Leute holen und einen Weg hier rausfinden. Leichter gesagt als getan. Ein Schritt nach dem anderen. Geh vor, wir folgen dir. Ja, es muss alles echt wieder machen, wie immer. Und in jedem Spiel. Aus dem Wrack kriechen. Mein Gott, ich dachte, das war's. Wir müssen den Waggon mit den Waffen finden, uns ausrüsten und so viele Leute wie möglich retten. Eskortiere Rush. Hier lang, Barnes. Bleib beim Camp. Wir sollten alles abschreiben und fliehen. Hier bleiben. Können Sie runter, ja. Kann ich. Ist hier unten irgendwas? Kann sich ja mal ein bisschen umgucken, ne?
Nö, scheint nichts zu sein. Achso, und ich habe schon ein paar Sachen freigeschaltet durch den Ubisoft Club. Also bitte nicht wundern, was da unten links gerade alles so auftaucht. Das sind alles Gegenstände durch den Ubisoft Club, die ich mir nicht aussuchen konnte. Ich habe sie halt einfach freigeschaltet. Ich hatte es einfach. Da ist was. Rush Tagebuch. Unsere Siedlung an der Westküste geht es gut. Und ich bin beruhigt, Mila in den guten Händen bei ihrer Tante und ihrem Onkel zu wissen. Sobald wir Karamia geholfen haben, Prosperity in Hope County aufzubauen, haben wir eine sichere Stellung, um uns nach Osten in den Rest des Landes auszubreiten. Danach können wir die nächsten großen Schritte machen. Ich werde ein neues Amerika errichten. Aber zuerst müssen wir unseren Teil der Abmauern einhalten und diesen sogenannten Highwayman verjagen. Ein Schritt nach dem anderen. Okay. Schwarzpulver. Irgendwas? Nö. Geh weg. Was war das? Schild? Eine Pistole? Ich leg das Schild mal ab. Schmeiß es doch nicht weg. Du solltest es ablegen und nicht wegschmeißen. Takedowns machen? Ja. Boah. Alter. Oh Gott. Ich bin getroffen. Oh, ich kann nachladen. Denn und hör auf so rumzuschreien, sonst hört dich jeder. Nee, warte, hier war ich gerade. Noch hatten wir uns gar nicht mit euch eingelegt, wir wollten uns noch mit euch anlegen. Boah, Alter. Takedowns wie immer. Einfach geil. Captain, du lebst. Wir werden leben, wenn wir keine Waffen finden, um uns zu wehren. Natürlich lebe ich. Was erwartest du von mir? Was gibt's denn hier? Bauerntagebuch. Wenn Hope County so furchtbar ist, wie Carmina behauptet, dann sollen wir im ersten Jahr die dreifache Menge erhalten als sonst. Das wird anders als alles, was wir bisher gesehen haben. Wir hatten Treibstoff, wir hatten Essen, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass sie uns nicht die ganze Wahrheit darüber erzählen. Was da los ist. Rush hat jedenfalls angebissen. Ich hoffe, dass sich diese Vereinbarung wirklich lohnt. Mein Gott, die Highwaymen sind überall. Ich glaube, wir sollten jetzt wirklich verschwinden. Oh, hi. Ich hab dich absolut nicht gesehen. Haben diese Arschlöcher so viel gutes Zeug her? Wenn wir mit Hope County durch sind, sollten wir dort.
Okay. Ja, ups, das war nicht geplant. Da stand doch aber für Takedown auf Gegner springen. Was soll das? Oh, hi. Mann. Schaut nach. Schöner Headshot. Alter, Hilfe. Nee, da sollte ich lieber nicht runterspringen. Ja, ich habe kaum noch Munition, sehe ich gerade. Wir müssen von hier verschwinden. Okay, was heißt kaum noch Munition? Ich habe gar keine. Bisschen Munition. Clown. Wart nach. Ja. Okay, ich laufe einfach. Einfach laufen. Okay, ich hab's irgendwie überlebt. War zwar ein bisschen knapp, aber naja, egal. Oh, das ist ein tiefer Fall. Oh. Das sind wahrscheinlich die Zwillinge. Verdammt frohe Weihnachten, Leute! Santa hat uns einen ganzen Zug voller Geschenke gebracht. Oh. Was haben wir denn hier? Häschen. Oh. Ich muss euch Häschen eine Frage stellen. Was habt ihr gedacht, würde passieren, ha? Fahrt in einem fetten Zug an. Überall schwarzer Rauch. Und wir sollen nichts merken? Was wollt ihr? Barnes. Wir wollen wissen, ob ihr Problemlöser seid. Oder Problem machen. Was? Unser Papst sagte immer, Leute lösen entweder Probleme oder machen Probleme. Die Welt hat zu viele verdammte Probleme. Wir suchen Leute, die uns helfen, Probleme zu lösen. Unsere Probleme. Seid ihr Problemlöser? Ist alles gut. Nahrung, Kleidung, Waffen. Ihr kriegt alles bei uns. Sogar eine Krankenversicherung. Aber wenn ihr Probleme macht, ja, Papst hat uns gelehrt, was man mit solchen macht. Problemmacher müssen gelöst werden. Mhm. Der Alte hat einen Haufen Probleme gelöst zu seiner Zeit. Scheiße, ja. Also, Häschen. Seid ihr Problemlöser oder Problemmacher? Wir lösen Probleme. Wir haben schon Probleme im ganzen Land Barnes. Gelöst. Wir besorgen Trinkwasser, bauen Häuser. Wir können euch alles beschaffen, was ihr braucht. Barnes, halt's Maul! Ihr könnt das alles bauen? Nun, nicht ich. Aber Rush hier. Nun, dann wirst du zu unserem neuen besten Problemlöser. Ach, fick dich doch. Oh,
Au. Fertig. Also, nochmal von vorn. Hilfst du dabei, unsere Probleme zu lösen, Mr. Rush? Okay. Rettet mir das Leben, indem er sich opfert. Hey, hey, wach auf, wach auf! Ich kenne dich aus dem Zug, du bist der Captain vom Sicherheitsdienst, oder? Ich bin Carmina. Oh mein Gott, ich habe dich ins Wasser stürzen sehen und ich konnte dich vom Ertrinken retten, aber... Soweit ich das sehe... sind wir die Einzigen, die entkommen sind. Komm mit. Okay. Wir müssen vorsichtig sein. Die Zwillinge. Sie sind weg mit Rush, aber es sind noch viele Highwaymen hier. Okay, also wir müssen nach Hope County. Meine Mom, sie wird wissen, was zu tun ist. Komm schon. Hallo, Mister. Markus, eins will ich mal kurz vorweg sagen. Wir müssen nur dem Fluss folgen, um nach Hope County zu kommen. Warte mal kurz. Und zwar, was mir schon so oft aufgefallen ist, viele Leute schubsen die... Also, viele schubsen immer die Leute, die sie retten wollen. Und opfern sich damit. Und was ich mir jedes Mal denke, wieso springst du nicht? Also, wieso rammst du ihn nicht mit dir sozusagen weg? Weil er hätte ja theoretisch springen können und hätte damit sich und mich ins Wasser geschmissen. Das ist so viel effektiver, das ist mir schon so oft aufgefallen. Wieso? Wieso müssen die Leute sich jedes Mal opfern? Meine Mutter und ich mussten allein neu anfangen. Ja, es tut mir leid, ich habe gerade nicht zugehört, was? Aber meine Mom hat die Überlebenden zusammengetrommelt und wir haben versucht, einen sicheren Ort aufzubauen. Versuch das wert. Huck. Da oben ist ein Tunnel, der nach Hope County führt. Die Highwaymen versperren uns den Weg. Wir werden Feuerkraft brauchen. Gehen wir. Alter. Ich putze Pistolenmuni. Leider habe ich keine Pistole. Ich weiß noch nicht, was du bringst, aber ich nehme dich mal mit. Ja. Rush sollte das letzte Puzzlestück sein, damit wir uns endlich wehren können. Aber jetzt ist alles noch schlimmer als vorher. Ich wollte es versuchen. Ich verspreche, ich werde einen Weg finden, das wieder gut zu machen. Sagte, du weißt dir zu helfen? Na dann bauen wir mal was. Ich bin der Sicherheitsdienst. Ich kann das. Oder der Captain vom Sicherheitsdienst. An solchen Werkbänken kann man improvisierte Waffen bauen und... Ja, ja. Ja, wir brauchen mehr Material. Das heißt, wir müssen uns umsehen und was Brauchbares finden. Herstell mit Materialien. Oh. Ich dachte, die 40 sind uns und die 70... 14, die 40 sind uns, die 17 ist das, was wir haben, brauchen. Huch. Ach, was ich noch vergessen habe zu sagen, ich und mein Kollege, mit dem ich das später zusammenspielen werde, werden das Spiel höchstwahrscheinlich, werden das Spiel auf die 100% spielen. Und ja, deswegen könnte das vielleicht ein bisschen länger gehen, als... nur die Hauptstory.
zu spielen. Was ist das? Ein Stock. Es muss etwas in der Nähe sein. Ja, ich muss es nur finden. Und erreichen. Dachte gerade kurz, das geht nicht auf. Was auch immer drin ist, ich kann es nicht mehr mitnehmen. Erste Hilfeset, nice. War es noch was? Hier irgendwas? Mission. Vergiss nicht auch nach oben zu sehen. Der Kantenmaler oder Seilleger, wie man die nennen möchte, ist auch wieder hier da. Er ist immer und überall. Niemand hat ihn je gesehen, niemand wird ihn je sehen. Er ist immer und überall und nirgends zugleich. Bringt das irgendwas, hier hinzugehen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss hier hin. Ein bisschen Panzertape fehlt noch. Ah, hier. 6 Stück fehlen noch. Seid ihr? Hallo? Panzertape? Hör auf, dich zu verstecken. Bitte tu mir den Gefallen und zeig dich. Nein, dich brauche ich nicht mehr. Oder jetzt gerade nicht. Aber das sieht auch schon cool. Also die Grafik ist auch mega geil. Im Suchgebiet. Mach es kaputt und sieh dahinter. Ah. Was sollte reichen? Schleppen wir das Zeug zurück zur Werkbank. Ich bin gespannt, was du zusammenbasteln kannst. Ja, ich auch. Sägeblattwerfer. Ja, kann ich ja nur dahin packen. Alter Falter, ist das ein Sägeblattwerfer? Krass. Die Highwaymen können sich jetzt auf was gefasst machen. Jetzt können wir die Brücke angreifen. Ich finde den Smiley auf dem Sägeblatt cool. Ich feier die. Ich schieße mit Freude. Kann ich da irgendwie rein? Oh, Alter. Ich liebe das Ding. Einmal geschossen, ich bin verliebt. Alter, Double Headshot. Ist ja geil. Habe ich schon. Ich habe schon einen Stock. So, hier kann man rüber. Da oben ist noch einer. Scharfschütze. Heilige Scheiße. Boah, ist das Ding heftig. Ja, der ging daneben. Junge. Jetzt bin ich dran. Nein. Der ging daneben. Kurz heilen, ich hab nichts mehr. Zack. Double Kill. Das ist der letzte, da ist der letzte. Also ich hoffe.
Nein, es war nicht der letzte. Du, seid ihr die letzten? Ich wollte dich zwar eigentlich nicht treffen, aber ich nehme es an. Ey, das sieht das wäre fast geil. Könnt doch die Shotgun nehmen, aber ich bleib beim Sägeblatt, werfen wir mal. Hm, was bist du? Oh, noch eine Shotgun. Dann so. Einige Stunden später. Okay, komm, wir sind fast da. Da ist es. Hope County. Mein Zuhause. Ich hoffe, Mom geht es gut. Bestimmt. Oh, Ladebildschirm. Prosperity. Ethan versucht New Dawn angesichts. Okay. Die Highwaymen überfallen Orte und sorgen sie aus, bis hier nichts mehr zu holen gibt. Ach, bis es nichts mehr zu holen gibt, darum. Nee, mit haben wir. Sieh dein. Die dir dein Imitaro-Menü an, um das über gesamte Gegenstände zu erfahren. Um zum Beispiel. Okay. Schön, dass man das lesen kann. Oder ich bin nur zu unfähig. Oh, Carmina. Eins von beiden. Oh, Gott sei Dank. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Mom. Kinder, geht wieder rein. Ich komme gleich. Was ist los? Es kam ein Zug voller Leute, die uns helfen wollten. Aber die Highwaymen, die Zwillinge. Sie haben Rush. Alle anderen sind tot. Oh mein Gott. Es war furchtbar. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich hätte da nicht hingehen sollen, Mama. Ich. Oh, Schätzchen. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, es wird keiner mehr kommen. Wir sind allein. Ganz allein. Kommt erst mal beide rein. Ich höre mir alles in Ruhe an. Danke, dass du sie nach Hause gebracht hast. Kein Problem. Teil 1. Prosperity. Oh, bitte. Du kannst mit einer Waffe umgehen. Du kennst dich in diesem Teil besser aus als sonst irgendwer. Und? Und? Rumsitzen und jammern bringt uns nicht weiter. Hör mal, Rush sollte uns helfen, einen sicheren Ort zu schaffen. Jetzt hängt alles an uns. Es gibt hier überall tapfere Leute. Wir müssen sie nur finden. Alle zusammentrommeln. Ihnen zeigen, dass wir gegen die Highwaymen ankommen. Mann, das wird nicht einfach. Ich weiß. Aber es ist unsere einzige Chance. Es ist ein Singleplayer-Ego-Shooter. Es ist doch immer so, dass man die Person, oder die Person, die man spielt, auch ihn halber Gott ist. Und alles, gefühlt alles alleine machen wird. Was wir an Material finden, setzen wir gut ein. Hier ist es nicht sonderlich hübsch, aber Traces Sicherheit steht an oberster Stelle. Okay. Mhm. Aber ich glaube, das war's dann erstmal für diese Folge. Cap, hast du kurz Zeit? Was ist das? Ich muss doch irgendwas tun können. Kann man hier irgendwas machen? Prosperity. Okay. Lesen. Oh Gott. Viele von uns hier waren Prepper. Okay. Deshalb haben wir es trotzdem des Tohuwabohus mit Eden's Gate geschafft.
den nuklearen Winter zu überstehen. In den letzten Jahren sind einige neue Leute nach Hope County gekommen. Ein paar wurden von den Kälte des Nordens vertrieben, andere flohen vor Dürre und Krankheit aus dem Osten. Zunächst blieben alle für sich, aber nach und nach ist wieder eine Art Gemeinschaftssinn entstanden und nachdem wir einander wieder vertrauen konnten, haben wir mehr und mehr erreicht. Bis die Highwaymen aufgekreuzt sind, ging die größte Gefahr von den wilden Tieren aus und jetzt besteht die Gefahr, dass wir alles verlieren, wofür wir so hart gearbeitet haben. Ja, ist halt ein scheiß Leben. Auf gut Deutsch. Die Highwaymen. Eine Bande von Banditen mit verschiedenen Gruppen im ganzen Land. Sie sind boshaft und bis an die Zähne bewaffnet. Ihre Musik dröhnt meilenweit. Die Gruppe in Hope County wird von zwei Zwillingsschwestern angeführt. Mikey und Lou. Mit Mikeys Gerissenheit und Lou's Brutalität haben sie alle hier in kürzester Zeit überwältigt. Sie haben New Eden gezwungen, sich auf ihr Anwesen zurückzuziehen. Und wenn uns nicht bald etwas einfällt, werden sie uns alle töten. Naja, ich mach dann erstmal Stopp und hör auf mit dem Lesen. Wenn das sehr interessant ist. Okay, das doch. Das ist alles von was von Eden's Gate übrig ist. Und was Joseph daraus gemacht hat, als der Bunker verließ, sie lehnen alles ab, was mit der modernen Welt von dem Kollaps zu tun hat. Elektrizität, Motoren, Generatoren, Waffen, es ist alles weg. Nach dem Kollaps hat Joseph seine Leute gesammelt und wieder im Norden ein neues Anwesen errichtet. Fast ein Jahrzehnt lang haben wir uns beim Wiederaufbau in Ruhe gelassen. Und jetzt verlassen sie ihr Anwesen nur noch nachts, um die Highwaymen anzugreifen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, diese maskierten Penner haben Angst vor Josephs Leuten. Okay, das mit Eden, das ist wahrscheinlich... Das ist der Gegner aus dem fünften Teil, also der Hauptgegner oder Hauptgegnerfamilie, wenn man so will. Aus dem fünften Teil. Far Cry 5 und... Ja, anscheinend sind die hier noch vorhanden. Oder wieder vorhanden, wenn man so will. Naja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und tschüss. Hätte ich gedacht, dass es Carmina zurückschafft.